Herzlich willkommen zurück zu Days Gone. Ja, wir sind, was Gesundheit angeht, gerade gar nicht so gut. Eigentlich wäre es schlau, daher doch nochmal zu schlafen, glaube ich. Ja, wir sollten schlafen. Es geht. Geht. Und dann ja wahrscheinlich am besten zweimal. Denn sonst ist ja Nacht. Wäre ja auch doof. Oder? Eigentlich ist egal. Eigentlich sollte es egal sein, ob jetzt Tag oder Nacht ist für uns. Oder schläft er? Doch, er schläft bis zur Nacht. Ist hoffentlich wieder mit voller Lebensgesundheit und so. Nee, wir regenerieren keine Gesundheit dabei. Oh, interessant. Das ist höchst interessant. Okay, Medikit und Verband. Die Frage ist, was ist der Unterschied? Wir benutzen einfach mal eins. Und das können wir auch gleich wieder herstellen. Wahrscheinlich ist der Verband, was das angeht, nicht so gut. Wie das Medikit. Okay. Dann würde ich gerne nochmal gucken, was ist jetzt der nächste Schritt? Was ist das hier eigentlich? Infizierungsbeseitiger. Räume alle Nester. Okay, das ist die Nebenmission. Wir konzentrieren uns erstmal hier auf die Hauptmission. Macht das Hinterhaltcamp beim Cascade-Funkturm ausfindig, was aus guten Patrioten wird. Ja, gut, das machen wir. Oh, man. Kein Problem. Kümmern wir uns drum. Bei mir nochmal ein bisschen lauter machen. Klar, dann schwingen wir uns mal aufs Motorrad. Ah, so super viel haben wir gar nicht mehr an Sprit. 79% ist noch genug erstmal. Ja, ich glaube, so schnell wie das geht, kann es durchaus passieren, dass man häufiger mal liegen bleibt. Ja, und wenn man irgendwo gegenfährt, dann geht natürlich auch das Motorrad kaputt. Spritanzeige haben wir natürlich unten dann doch noch wahrscheinlich. Dann entsprechend gefüllt das Symbol, so wie es aussieht. Und wie gesagt, also dafür, dass das jetzt hier WSAD ist, geht das überraschend gut zu steuern. Hörst du mich? Mir war langweilig. Da dachte ich, ich versuche mal wieder was zu bauen. Komm vorbei, das wird dir gefallen. Wir haben hier zwei Fragezeichen. Mann, los, ja, ich brauche echt was. Steck ein Ende. Wir werden jetzt aber erstmal der Hauptstory folgen. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Dass das durchaus empfohlen ist. Mal gucken, ob das dann wirklich stimmt. Aber jetzt habe ich auch gerade echt Lust, der Hauptstory zu folgen. Fragezeichen kann man immer noch machen. Ich glaube nicht, dass sie verschwinden. Hier, hier ist jetzt... Ja, das ist natürlich jetzt ungünstig, dass wir da mit dem Motorrad gleich reingefahren sind. Das war nicht so schlau. Das war jetzt nicht so schlau. Oh, Primärwaffe. Da bin ich doch gerne dabei. Tarnung wiedergewinnen. Hatte ich einen Gegner entdeckt, versuche den Sichtkontakt zu unterbrechen und in Deckung zu gehen. Früher oder später brechen sie die Suche ab. Sturmgewehr ist natürlich mega. Dich kann ich brauchen. Du bist hier. Oh, da ist er. Und ich möchte es gerne wieder versuchen, schon ein bisschen... Ich hab was gesehen. Oh, verdammt. Ich wollte gerade sagen, ich würde es gerne ein bisschen leiser lösen. Ja. Suchen und machen, ne, sind zwei verschiedene Sachen. 10 Leute sind hier insgesamt. Das, obwohl Munition ja eher knapp ist, ja. Verdammt. Dann nehmen wir jetzt doch wieder das Gewehr. 72 Gesundheit noch. Aua. Ja, wir müssen uns heilen. Ah, nicht gut. Nicht wirklich in Deckung hier. Und vielleicht soll ich doch versuchen, nochmal hier ein bisschen in Deckung zu gehen. Schießen ist... nicht so effizient wie Schleichen.
Ja, was ich jetzt hier schon wieder an Gesundheit verballert habe. Gut, vielleicht kann ich auch einfach nicht schießen. Vielleicht kann ich auch einfach nicht schießen. Aber das lohnt sich gerade nicht so. Das ist leise Vorgehen wirklich wesentlich besser. Spart auch Munition. Okay. Die Musik ist weg. Sich jetzt. Er war hier! Ungünstig. Vielleicht sollten wir sie herlocken. Was zum Teufel? Er war hier! Geht sie da jetzt hin? Wo ist er? Ja, wir haben auch nicht wirklich gescoutet vorher. Okay, das ist eine gute Möglichkeit. Er war genau hier. Ja, ja, hier in diesem. Okay, 4 von 10. Hinter den Bäumen? Ich dachte, er wäre hier. Tja. Dann denk nicht. Ich dachte, ich hätte ihn. Er ist weg. Na komm her. Kommt nicht her. Hier durch den Stein durch kann ich den Gegner nicht markieren. Das ist schade. Aber auch logisch. Dann muss es so gehen. Ich sehe sie. Oh verdammt. Wie hat der mich denn da gesehen? Der hat doch in die andere Richtung geguckt. Oh, nicht gut, nicht gut. Zurück! Rückzug! Setzt ihn fest, ich zieh mich zurück! Verdammt! Getroffen! Okay, den haben wir. Weg hier, er kommt von der Seite! 5 von 10. 6 von 10. Hier nochmal ein bisschen suchen. Lappen. Aber da haben wir ja immerhin 7 Schuss. 7 Schuss ist nicht viel. Nee, wir nehmen lieber die 10 Schuss. Hier, hier! Endlich! Ich erwisch! Okay. Den haben wir. 7 von 10. Genau. Nagelt ihn fest. Ich zieh mich zurück. Ja, ja, zieht euch zurück. Ganz verstanden. Ihr zieht euch zurück. Frage ist nur, wohin? Und verschwindet jetzt das X? Ja, das X verschwindet. Dann suchen wir jetzt hier erstmal. Maximum, Maximum. Kann doch nicht sein. Alle nur Pistolenmunition dabei. Dinge, die ich nicht brauche. Pistolenmunition und Sterilisierungsmittel und der ganze Kram. Die Waffe, aber hier können wir auch nochmal durchsuchen. Okay. Medikit. Medikit ist super. Pura 82% Heile, das ist okay. 67% Tankfüllung. Aber so ganz fertig sind wir hier ja noch nicht. Vielleicht kriegen wir noch mal ein Leise ausgeschaltet. Das würde mich irgendwie freuen. Nur die Frage, wo die jetzt hin sind. Oh, und hier ist auf jeden Fall auch Sprit. Ja, da hinten steht welcher. Ohne Machete. Eine Machete. Wir nehmen jetzt die Machete. Also natürlich der Sprit, der darf natürlich dann nicht explodieren, ne? Das ist klar. Da ist einer, den würde ich schon ganz gerne noch markieren. Drei Hansels müssten hier noch rumlaufen. Ah, da.
die Frage ist, wo? Auto gucken wir uns später an. Da wird mir was angezeigt. Da war doch was. Oh. Verdammt. Hab ich jetzt gesehen? Ansonsten wäre natürlich jetzt die Pistole die bessere Waffe. Nee. Er hat mich gefunden. Wo ist er denn jetzt hin? Was war jetzt denn? Hier können wir die Büsche. Yes. Die Büsche, das ist gut. Jetzt warten wir doch darauf, dass der sich umdreht. Dann ist auch der andere dann bald entspannt, hoffentlich. Irgendwann musst du stehen bleiben. Ja, verdammt. So. Können wir auch gleich die Machete mal einsetzen. Perfekt. Okay, 8 von 10 haben wir. 2 laufen hier noch rum. Und ja, man merkt, dass das Menü hier voll für Controller gemacht ist, aber es, die Maussteuerung und Tastatur funktioniert echt gut. Hätte ich echt nicht mit gerechnet. Ich habe mit wesentlich mehr Problemen gerechnet, gerade was das Motorradfahren angeht oder jetzt ja auch Waffenauswahl und so. Das ist auch häufig mühsam, aber das ist echt gut gemacht. Verdammt, er ist weg. Kann man nicht anders sagen. Tja, Kollege, wenn du dich jetzt noch... Achso, ja klar, warte mal, wir können doch... Ich weiß nicht, was ich mit den Flaschen soll, wenn ich hier immer Steine werfen muss. Geh mal da bitte hin. Das war jetzt ein bisschen anders geplant. Jetzt hab ich dich. Ja, dann müssen wir doch die Machete nehmen. Irgendwann bleibst du schon stehen. Ha! Oh nein! Aua. So. Das jetzt war der letzte. Scheiße, Cobb. Wie viele sind von dir angepisst, ne? Okay, wir haben es geschafft. Mehr Schrott. Schrott ist gut. Und wir können die Leiter tatsächlich auch hochklettern. Yay. Wir können noch mal gucken im Menü, ob wir jetzt hier medizinisch... Ja, die können wir nicht herstellen. Kommt vielleicht noch. Man muss die Taste drücken, um die Leiter hochzuklettern. Das ist eigentlich auch immer ganz nett, wenn man nicht die Taste drücken muss, sondern einfach die Leiter hochgehen kann. Naja, hat alles so seine Vor- und Nachteile. Ganz schön hoch die Leiter hier. Oh, aber hat sich gelohnt. Können wir noch mehr... Ne, haben wir auch schon voll. Dann... Wenn die Leiter wieder runter... Okay, das macht er automatisch dann immerhin. Aber jetzt können wir hier die Aussicht noch mal ein bisschen genießen. Hier, schöne Landschaft. Und dann sind wir hoffentlich auch gleich unten. Kommt man da drauf? Nee, ne? Ich glaube, das geht nicht. Okay, dann können wir das noch suchen, was wir hier eigentlich wollen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was das überhaupt ist. Okay, das muss der Generator sein. Aha. Er scheint völlig hinüber. Er braucht bestimmt dann auch noch ein bisschen Benzin. Okay, das sollte reichen. Na, also. Oder auch nicht. Fallen lassen! Wenn du noch Kugeln hättest, wäre ich schon tot, oder?
Bitte, Mister. Ich schieß nicht auf Frauen, wenn ich nicht muss. Und? Muss ich? Ich habe nichts. Und ich weiß nicht, wohin. Großer Gott. Alles klar. Mal sehen, ob sie hier irgendwo einen unterirdischen Bunker haben. Oh, unterirdischen Bunker. Ja, warum nicht? Hier ist doch schon mal der verdächtig. Na bitte. Ja. Kommen wir sogar rein. Okay, von der Leiter zum automatisch runter zu klettern. Das haben wir ja schon rausgefunden, dass das geht. Aber hier sind wir wahrscheinlich wieder im Feindesgebiet. Wobei, die sieht leer aus. Okay, dann schauen wir mal durch. Beim Baseballschläger, der ist natürlich, was Haltbarkeit angeht, jetzt auch wieder wesentlich besser. Aber nö, noch nicht. Eine Karte. Sieht aus, als hätten sie ziemlich viel markiert. Zack, 93%. Was aus Patrioten wird. Abgeschlossen. 800 Vertrauen gibt's dazu. Für die Fahrtrüsten sind wir jetzt bei 50%. Herstellungsrezept freigeschaltet. Hinterhalt-Camp-Jäger. Was? Na, nägelbesetzter Baseballschläger. Nice. Rezepte. Neu entdeckte und herstellbare Rezepte sind im Überlebensrad zu sehen. Das wird nützlich sein. Das ist ja nett. Dick, bist du da? Es ist vermutlich nichts. Klang wie Motorengeräusche. Irgendwo in den Bergen. Ich habe gerade den Funkturm für Copeland gesäubert. Ich kletter mal rauf, vielleicht sehe ich ja was. Ja, jetzt haben wir den nagelbesetzten Baseballschläger. Das ist ja... ist nett. Das ist sehr nett. Ach so, speichern wäre nochmal ganz gut. Nein, ich habe doch ganz kurz drauf gedrückt. Egal, macht nichts. Nehmen wir auch hin. Tag ist auch gut. Solange dann das Motorrad nicht wieder geklaut ist, ist ja alles gut. Okay, los geht's. Jo, auf geht's. Wollte eigentlich speichern und das ist nämlich mit R und nicht mit E. Und dann gucken wir natürlich, was wir hier noch alles haben. Toilette. Ich meine jetzt nicht, dass wir wirklich viel brauchen würden. Waffenschrank haben wir hier nochmal. Können wir da jetzt eigentlich... nee. Irgendwas hinzufügen? Wie kann ich denn was lagern? Ich kann immer nur öffnen und nicht lagern. Ah. Was mir auch gut gefällt, dass wir hier scheinbar keinen Respawn von den Gegnern haben. Sowas finde ich immer sehr nervig. Sondern, dass wenn man jetzt hier einmal aufgeräumt hat, dann ist es auch aufgeräumt und die Leute kommen nicht wieder. Gefällt mir. Ach, jetzt müssen wir hochklettern. Ich war doch gerade erst oben. Ach, jetzt muss ich wieder hoch. Natürlich. Ist klar. Kein Problem. Hey Dick, alles klar? Du klingst nicht wie du selbst. Es ist nichts. Dieser Drifter hat nur schneller gezogen als ich und zum Glück hatte sie ja keine Munition mehr. Du hast sie gehen lassen, stimmt's? Okay. Fuck. Ja, ich ließ sie gehen. Eines Tages, Dick, wird dein Ehrenkodex dich umbringen. Ja, naja. Am Ende sterben wir alle. Spielt's eine Rolle wie? Dicken Ende. Oh, scheiße, war das anstrengend. Okay. Mal sehen, was Busa gehört haben will. Noch kann ich nicht steuern. Das macht er ganz von alleine. Du hattest recht. Auf dem Berg ist jemand. Ich sehe Rauch von einem Lagerfeuer. Oh, verdammt.
Scheiße. Ich wusste es doch. Wo sind sie? Ich werde hinfahren und... Oh, verdammt, Boozer. Du musst deinen Arm schonen, damit wir endlich hier wegkommen. Ich kümmere mich drum. Ach, Mist. Es ist nur... Ich drehe hier allmählich durch, Deke. Versuch, wach zu bleiben, falls sie zu dir wollen. Dicken Ende. Da bin ich ja mal gespannt, wer dort auf uns wartet. Fast geschafft. Oh, komm schon. Na, los, mach weiter. Fast geschafft. Ja, dann würde ich sagen, tanken wir noch. Die Scheiße bringt mich um. Ja, jetzt war er nicht so gemeckert. Yay, Mission abgeschlossen und wir haben wieder ein Level Up. Erst mein Bruder 18%. Was war jetzt nochmal die Taste für... Oh. Okay, dann gehen wir auf Überleben, glaube ich. Und wir nehmen dann tatsächlich... Die Armbrust benutze ich gerade so gut wie nicht, ne? Komm, nee. Wir machen Nahkampf. Oder warte mal, kann ich jetzt hier einen auswählen? Nee, eine zusätzliche Fertigkeit. Okay, wir spezialisieren uns erstmal auf Fernkampf. Ja, wir schalten Konzentration frei, würde ich sagen. konzentrierter Schuss. Drücke rechte Maustaste beim Zielen mit der Maus, um die Konzentration zu aktivieren. Wahrscheinlich müssen wir die mittlere Maustaste drücken. Die Zeit wird für einen Moment verlangsamt, sodass du präzisere Schüsse abgeben kannst. Die Dauer der Konzentration kann durch Fertigkeitsverbesserungen und Nero-Injektoren, die in Nero-Kontrollpunkten gefunden werden können, verlängert werden. Und Fertigkeitsstufe 2 freigeschaltet. Sehr schön. Ja. Läuft. Habe ich schon gemacht. Okay, dann würde ich sagen, suchen wir jetzt nochmal wunderbar uns den Schrott, der hier liegt. Zack. Und dann holen wir uns noch den Sprit. Da ist welcher. Waren ja sogar zwei Kanister hier. Nägel. Ah ja, so schaltet man ja nach und nach dann die Sachen frei. Vorher konnte ich ja gar keine Nägel mitnehmen, wahrscheinlich, weil wir da auch überhaupt gar keinen Grund für gesehen haben, Nägel freizuschalten. Und die Leiche, wo ist die? Hier. Kanister. Gut, und nächstes Mal deutlich später. Deutlich eher anhalten, nicht später, eher anhalten. Aber immerhin kriegt man den Tank voll mit so einem Ding. Damit. Brauchen wir nicht mehr. Den brauchen wir nicht mehr. Dann können wir noch mal reparieren. Mal sehen, was da geht. Das geht. Aufsteigen. Und... Ach ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.